Hi, hier ist Toni von Game of Lures. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu einem anderen Unboxing im Dezember. Und zwar reden wir jetzt nicht über ein Kalendertürchen, wie es jetzt gerade sehr, sehr viel bei mir auf dem Kanal stattfindet. Und auch erstmal an der Stelle ganz großes Dank an euch alle da draußen, dass ihr immer so schön mit kommentiert und so mich begleitet auf dieser Unboxing-Reise. Aber ich habe mir ja vor kurzem die Hecht Softbait-Box bestellt und dazu habe ich mir noch die Zander Softbait-Box mitbestellt. Und die packen wir heute zusammen aus. Ich bin extrem gespannt, was da drin ist. Ihr dürft es auch sein. Nach dem Intro geht's weiter. So. Die Amazon-Sonderboxen sind halt reine, also zumindest die Softbait-Boxen sind keine Ready-to-Fish-Boxen im klassischen Sinn. Also ihr erwartet uns kein Terminal-Tackle. Das war auch bei der Hechtbox so. Hatte ich einen Kommentar gelesen, hätte sich das jemand gewünscht. Aber es war halt auch nicht so gedacht, glaube ich, von MFB, die Boxen so zu gestalten. Genau. Die Box ist auf jeden Fall sehr voll, bis oben hin voll. Also dieser Karton ist randvoll. Ja. Und das sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick extrem gut aus. Und dann schauen wir erstmal da durch, was uns hier so erwartet. Da ist einmal der Lolli und verschiedenste Flyer. Und Aufkleber. Also ein Flyer und verschiedene Aufkleber. Von MFB. Immer wieder schön, um seine Tackleboxen oder sonst irgendwas zu verschönern. Wir reden jetzt aber erstmal über die wichtigen Dinge und das sind nämlich die Köder. Und da haben wir zum Beispiel, oh ja, cool, den Gapshad in Motoroil, 11,5 cm. Ist geflavored mit Knoblauch und hat 3D-Augen, steht hier hinten drauf. Was haben wir denn noch? Der Gapshad ist der erste Köder von uns und besticht durch seine ungewöhnliche Form. Er ist nicht nur ein hervorragender Barsch- und Zanderköder, sondern spricht auch Hechte an. Er ist somit ein echter Allrounder. Durch seine neuartige Form ist er deutlich flexibler als normale Sheds und lässt sich dadurch deutlich besser von dem Räuber einsaugen. Genau, das hatte ich nämlich auch so im Kopf. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an, was damit gemeint ist. Denn diese Köder, die Gapshads, sind hier in der Mitte geteilt. Das heißt, hier hinten kommt der Haken einfach raus. Steht hier einfach schön. Und der Zander oder Barsch kann den wunderbar einsaugen. Einfach mal dadurch, dass hier in der Mitte sowieso ein bisschen Gummi fehlt. Das macht den schon mal deutlich flexibler, den Köder. Und man kann dadurch auch einfach eine etwas bessere Gummimischung benutzen, wie nämlich hier der Fall. Die ist recht fest. Ihr seht das halt auch, ne? Der Tail, der biegt sich jetzt nicht sonderlich doll durch. Und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Finde ich gut. Und auch die Augen, schöne große rote Augen. Das ist der Punkt, auf den sich Räuber fixieren, den Kopf und die Augen. Und damit haben sie eine sehr gute Angriffsfläche. So, genau, dann haben wir von Molix die grüne Reihe. Wie heißt sie denn? Ach, keine Ahnung. Die hatten mal, ich dachte irgendwie, die hatten irgendeinen Namen. Den RT Fogflex in 4 Inch. In Pink hatten wir schon vor gar nicht so langer Zeit, glaube ich, mal in einer Monatsbox. Also alle Köder hier aus dieser Zanderbox waren schon mal in diversen Boxen drin. Ist jetzt also nichts speziell Eingekauftes von MyFishingBox für diese Sonderboxen, sondern alles Köder, die schon mal in den Boxen gesteckt haben. So, da ist er einmal. Pink. Fluo-Pink würde ich sogar schon fast sagen. Aber das Besondere bei diesen grünen Ködern von Molix ist die Gummimischung. Und da kurz noch der Hinweis, packt diese Köder, wenn ihr eine Molix-Packung habt, die diesen grünen Topper hier oben hat, nicht mit anderen Ködern zusammen, weil sonst habt ihr einen riesen Klumpen Gummi und ja. Ihr seht schon, was ich jetzt meine mit Besonderheit. Die sind extrem flexibel, sehr, sehr, sehr flexibel. Man kann den jetzt ja fast aufs Dreifache auseinanderziehen. Total irre. Der geht nicht kaputt. Ist ein bisschen geflavored, also das ist okay. Und ja, cooler Köder. Macht auf jeden Fall neugierig, den mal auszuprobieren. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der läuft. So, viel Flavor dran, sogar wenn man dran zieht. Dann kommt die Firma Tackle Porn mit der Magnetic Mama in 5 Inch. Die Farbe heißt Blue Babe. Japanese Style High Quality Sheds Soft Bait Series. Farbe schönes Blau. Packung finde ich jetzt ein bisschen dolle. Viel. Ja, wenn man jetzt sieht, wo die Köder aufhören, dann hätte man die Packung auch ohne weiteres hier einfach aufhören lassen können. Aber gut, das ist so mein ewiger Hate gegen diese Plastik.
Müllverpackungen und dieser Wahn, der dahinter steht, aber das ist halt einfach so. Also wir holen mal einen raus. Ja, riecht ein bisschen wie japanische Köder. Und eine coole Gummimischung, muss ich echt mal sagen. Ich hatte die noch nie in der Hand. So, da seht ihr einmal ein schönes gelb-schwarzes Auge. Das dürfte auf jeden Fall sehr UV-aktiv sein. Durchsichtiger Bauch, blauer Rücken, schöner Paddle-Tail. Und bei 5 Inch hat man eine wunderbare Größe für Zander und auch für Barsche. Hechte natürlich auch, aber gerade diese schlanken Chats sind ja sehr, sehr, sehr beliebt. Oft Zander, gerade wenn man die jingen möchte und so weiter, faulenzen. Da bieten sich die an, weil sie schön schlank sind, lassen sich sehr gut falten. Auch die Gummimischung ist ja wirklich Bombe, sieht man ganz gut. Ja, cooler Köder, kleiner Wermutstropfen ist auf jeden Fall die Verpackung. Aber ansonsten passt das hier erstmal für mich. Dann haben wir, wie nehmen wir denn da jetzt? Erstmal Savage Gear. Savage Gear, den Bleak Paddle Tail in 10,5 cm oder 4 Inch in der Farbe Minnow. Sehr schöne, natürliche Farbe, ein cooles, natürliches Dekor. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bauch unten so ein bisschen UV-aktiv ist. Ansonsten ja, sieht der erstmal ganz gut aus. Ist für mich jetzt aber tatsächlich, also ohne wertend klingen zu wollen, nichts Besonderes. Aber er wird sicherlich extrem gut liefern und von daher werde ich dem sicherlich auch mal eine gewisse Einsatzzeit am Wasser gönnen. Dann haben wir einen wirklichen Klassiker in der Gummifischangelei. Habe ich ihn jetzt gespoilert? Ich hoffe nicht. Er kommt von Kitec. Es ist der Easy Shiner in der Farbe Lila Orange. 6 Stück sind drin. Ich glaube, der war letztes Jahr im Adventskalender 2020. Und ja, mit 4,5 Inch ein super geiler Köder. Jetzt nicht die berühmteste Farbe, glaube ich, von Kitec. Da gibt es sicherlich welche, die deutlich beliebter sind. Aber wenn man halt wirklich mal ein bisschen was Aggressiveres braucht an Farbe, dann ist das hier, glaube ich, eine richtig gute Geschichte. Gerade auch hier oben. Dieser schöne lila-blaue Rücken, dann unten der orange Bauch. Ich glaube, das ist eine sehr geile Farbe, um damit zu angeln, wenn man wirklich mal was Schockiges braucht und viele Farben dann vielleicht nicht richtig gut funktioniert haben in dem Moment. So, eine für mich neue Marke, denn die war, glaube ich, mal in der Raubfischbox, als ich die noch nicht abonniert hatte. Und zwar kommt von Jay Bates der Revenant in Midnight Chartreuse, 3,8 Inch und 4,6 Gramm. Finde ich cool, auch hier ist das Gewicht mit angegeben. Sehr coole Farbe. Und ich hole mal einen raus. Gucken, ob die geflavored. Die sind geflavored, also ich würde sagen, mit einem leichtes Knoblaucharoma. So ein bisschen wie die Nace Baits, nur in Light. Nace ist ja wirklich extrem und die sind sehr erträglich. Aber sehr cooles Design, schön schlank. Der Paddle Tail ist auch ein bisschen gebogen, wie so ein leichter Hammer. Ja, das kenne ich von Neuke-Ködern. Aber da ist es noch extremer ausgeprägt bei dem Smoke and Swimmer. Und ja, sehr cool, sehr, sehr schön. Auch eine gute Gummimischung. Gefällt mir sehr. Gefällt mir richtig gut. Und ja, finde ich geil. Dann mal Do Not Eat, ganz wichtig. Und steht mir auch drauf, eco-friendly, keine Phthalate. Okay, und könnte mit anderen Softbaits reagieren. Also auch hier bitte der Hinweis, ist in Englisch. Nicht mit anderen Ködern zusammenpacken. Könnte dann ähnlich enden wie bei den Molix-Ködern und ihr habt einen großen Klumpen Gummi. So, und dann haben wir jetzt noch eine Marke drin, auf die freue ich mich ganz, 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 ganz besonders, denn das ist eine meiner Lieblingsmarken aktuell und die Marke heißt Neuke. Wir haben den Wobble Shad in 4 Inch in der Farbe Fire Tiger hier drin. 6-mal das Ganze, ihr seht schon, ein sehr, sehr fein gerippter Köder, der mit diesen ganzen Rippen sehr viel Mikrovibrationen unter Wasser erzeugen dürfte und durchaus auch mal Luft mit in diesen kleinen Rippen dazwischen sammelt. Das bedeutet halt beim Jiggen oder wenn er im Grund aufkommt, je nachdem, was ihr gerade mit dem Köder macht, dass diese Luftblasen auch mal aufsteigen und dann vielleicht den einen oder anderen Fisch auch neugierig machen. Und ja, ich hole den mal raus. Geflavored sind die auch. Und so sieht der ganze Köder aus. Ihr seht schon, es ist eine sehr, sehr, sehr weiche Gummimischung. Ihr seht auch die ganzen feinen Rippen. Da ist einmal der Paddle Tail. Und ja, ist ein schöner Köder zum Jiggen oder auch an einem Carolina oder Texas Rig oder auch am Dropshot Rig. Wo ich den aber auch sehr
gut sehe, ist an einem Chatterbait oder an einem Spinnerbait. Da macht er sicherlich auch einen sehr, sehr guten Job und ein sehr gutes Bild und wird sicherlich verspringen. Vor allem, wenn man bedenkt, was die kosten. Ich glaube, UVP ist so eine Gummipackung bei 7,99 und das ist für die Qualität für Japan-Tackle schon ein extrem guter Preis, wie ich finde. Und die müssen sich auf gar keinen Fall hinter den ganz großen Marken verstecken, die man sonst so klassischerweise im JDM-Bereich kennt und angelt. Ja, das war die Zander Softbait Box von MyFishing Box und ich muss sagen, es ist eine wirklich gute Box. Viele, viele gute Köder. Für mich auch ein paar neue Köder mit dabei, wie der Revenant hier. Der wird auf jeden Fall mal angetestet. Der Wobble Shad hat sowieso einen ganz festen Platz bei mir auf meiner ewigen besten Liste der Köder. Tackleport finde ich auch ganz cool. An die Jungs, falls ihr das Video seht, überdenkt nochmal eure Packungsgröße. Da kann man sicherlich ein bisschen Kunststoff sparen. Und der Gapshad, ja, den werde ich auch mal probieren. Ist interessant. Hightech eh eine Macht. Und auch die anderen Köder, die jetzt hier noch drin waren. Es gibt nichts zu meckern in meinen Augen. Ködergröße ist für Zander perfekt. Der ein oder andere Köder ist auch sehr gut für Barsche geeignet. Und naja gut, Hechte können sowieso tendenziell auf alles schießen, was man so durchs Wasser durchleiert. Also von daher, guter Job, richtig geile Box. Wie vorhin schon erwähnt, die ganzen Infos findet ihr zur Box hier unten. Einmal in der Videobeschreibung, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die bestellen. Es kann durchaus sein, dass die ein oder andere Gummifischfarbe oder Gummifischpackung abweicht von dem, was ich jetzt gezeigt habe. Aber grundsätzlich sollten die schon sehr ähnlich sein. Also in dem Sinne, ich wünsche euch erstmal einen grandiosen Tag. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Toni.